Wir möchten euch ganz herzlich zur diesjährigen Fußballschule hier in Achim-Börse begrüßen und freuen uns, dass wieder eine coole Truppe geworden ist. Mit diesen Worten begrüßte der Veranstalter die gut 50 Kinder und Jugendlichen samt Eltern zum Start des Ferienfußballcamps vom 16. bis 18. Juli. Worum es in Achim geht, erklärt Matthias Tormehlen, Geschäftsführer der Ferienfußballschule. Wir haben hier 3 Tage Fußballschule, das ist ein Lehrgang für Kids. Da geht es sehr viel um die Fußballtechniken, um taktische Elemente. Die Kinder sollen natürlich auch sehr viel Spaß haben. Wir haben eine Ballkanone dabei, die tolle Flanken schlägt, viele so Balltrampoline, großes Equipment. Wir sind ein großes Trainerteam hier und das ist ein sehr langes Programm, das heißt rund 24 Stunden Fußball-Action. Bevor die Fußball-Action jedoch richtig starten kann, muss sich bei Bruder Oliver erst noch das richtige Fußball-Outfit abgeholt werden. Danach geht's auch gleich los. Wir beginnen immer mit einer Trainingseinheit von 2,5 Stunden. Anschließend ist unser erstes großes Turnier, das machen wir in Altersgruppen. Am zweiten Tag haben wir 2 große Einheiten, eine vormittags, eine nachmittags. Dann haben wir noch so ein kleines einen kleinen Passspielwettbewerb. Und auch abends dann wieder ein Turnier. Das geht also von dann bis 20 Uhr. Und am letzten Tag von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, auch da starten wir wieder mit der Trainingseinheit und anschließend mit unserem Abschlussturnier der Europameisterschaft. In Achim war man mit 4 Trainerinnen und Trainern vertreten. Insgesamt besteht der Trainerstab heute aus 50 Honorarkräften. Die Brüder Matthias und Oliver sind bei jedem Camp dabei. Der zusätzliche Betreuerbedarf hängt dann von der Campgröße ab. Die Anfänge waren da bedeutend kleiner, erinnert sich Matthias. Wir haben früher schon sehr viel Fußball-Lehrgänge gemacht, indem wir da mit unseren Auswahlspielern trainiert haben. Und daraus ist das entstanden, dass dann in den Ferien Freunde mit wollten. Und dann haben wir da vor über 30 Jahren die Fußballschule gegründet. Und das hat sich bis heute sehr bewährt und sehr gehalten. Kein Wunder also, dass die kleinen und großen Teilnehmer allesamt viel Spaß hatten. In den Trainingseinheiten kommen zahlreiche Hilfsmittel zum Einsatz. So fungieren Hütchen als Gegenspieler, die flink mit Körpertäuschungen umspielt werden. Trampoline simulieren Rückpässe, die geschmeidig mit Innen- und Außenriss angenommen werden. Bei so viel Engagement der Jugend ist die in der Gesellschaft und im Profifußball aktuell eher kritische Stimmung im deutschen Fußball nur schwer begreifbar. Wie beurteilt der ausgebildete UEFA A-Lizenztrainer die Arbeit des DFB und der Nachwuchsleistungszentren, kurz NLZs, einzelner Vereine? Es gibt natürlich seit vielen, vielen Jahren sehr großes Engagement im Bereich der Nachwuchsleistungszentren, der Stützpunkte. Sicherlich muss man immer wieder Sachen anpassen. Alles über den Haufen werfen wäre total Quatsch, total falsch, weil ja viele Sachen auch sehr gut sind. Man muss manche Sachen sicherlich hinterfragen, sei es nun Auswahl an Talenten, ob man da immer den richtigen Schwerpunkt bei der Auswahl setzt oder ob man auch sagt, dass man unterschiedliche Spielertypen weiter fördert. Es gibt da ganz viele Ansätze, die man hat. Sicherlich ist man da auch nicht komplett auf dem falschen Weg. Man bringt auch immer wieder neue Sachen ein. Man darf aber auch nicht immer durch 1, 2 schlechte Ergebnisse bei Welt- und Europameisterschaften alles hinterfragen. Wenn wir uns an die letzte WM, wo wir Weltmeister wurden, erinnern, dann hätte es diese Gespräche, die es jetzt gegeben hat, auch fast gegeben nach dem, ich glaube, das war das 8. Finale gegen Algerien. Wenn der Manuel Neuer mal eine Sekunde zu spät kommt, ist er mit roter Karte vom Feld. Wir verlieren das Ding und dann gibt es die gleichen Diskussionen nach dem Ausscheiden im 8. Finale gegen Algerien, wie es nach der letzten WM gegeben hat. Aber man darf sicherlich nicht sowas außer Acht lassen und muss natürlich fragen, was kann man besser machen, dass wir mal wieder echte Mittelstürmer haben, dass wir unterschiedliche Spielertypen haben. Und das sind so die Punkte, die man dann sicherlich kritisch hinterfragen muss. Aber man darf jetzt auch nicht sagen, dass man das hier alles falsch gemacht hat die letzten Jahre beim DFB. Das ist sicherlich nicht so, sondern auch da sind gute Leute am Werk, die auch gute Ideen haben und die auch vieles verbessert haben. Das Fußballcamp ist aber mitnichten nur etwas für zukünftige Neujahrs. Vor allem kleine und große Hobbykicker sind herzlich willkommen und sehnen nach den Einschnitten der letzten Zeit Action herbei. Das weiß auch Stefan Steinmetzer, Vater eines Teilnehmers.
mein Sohn hat das über einen Vereinskollegen, der schon länger hier Fußball spielt, erfahren. Und ja, nach der langen Corona-Pandemie sind die Kinder natürlich echt juckig, mal wieder etwa mit Freunden Fußball zu spielen. Und wie gesagt, bin zum ersten Mal hier. Und ja, er ist schon ganz heiß, er freut sich, Wetter passt. Im Camp sind aber nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen gern gesehen. Laut der Fußballschule sind zwischen 10-20% der Teilnehmer weiblich. In Achim war es diesmal nur eine Teilnehmerin. Die Unterschiede im Spielverhalten männlicher und weiblicher Kicker kann Matthias Thormehlen blitzschnell aufzählen. Im Leistungsbereich, wenn ich jetzt darauf blicke, mal die Bundesligen vergleiche, dann ist, was Technik, Taktik anbetrifft, ist das beides schon fast auf einem Level. Die Geschwindigkeit ist natürlich bei den Männern höher und sicherlich auch die Zweikampfhärte. Das sind so die Hauptunterschiede. Und ja, man muss in den Camps sagen, dass wir manchmal Mädchen dabei haben, die in ihrer Gruppe die stärksten sind. Manchmal ist wie bei den Jungs auch. Von daher würde ich das jetzt nicht so pauschalisieren. Aber im Erwachsenenalter ist es vor allem der Hauptunterschied, ist sicherlich die Geschwindigkeit. Profi kann man aber in jedem Fall geschlechtsunabhängig werden. Apropos Profi. Welche ehemaligen Camp-Teilnehmer haben denn schon die Treppe zum zukünftigen Fußballvorbild erklommen? Unter anderem Nils Petersen vom SC Freiburg, aber auch viele andere Beispiele. Emanuel Höhn, der auch schon in der ersten Liga gespielt hat, jetzt in die zweite Liga von Darmstadt zu Sandhausen wechselt. Und es sind noch einige andere da zu nennen. Und das freut einen immer, dann diese Spieler dann auch zu sehen. Und es sind einige, die jetzt so auf dem Sprung sind, Richtung Profifußball, das man auch gerne weiterverfolgt.